Hallo zusammen. Hier ist nochmal der Metal Storm X, da wurde immer ein Hub. Schöne freie Arbeitsfläche. Hallo, liebes Modellbau-Tagebuch. Ach, ich glaube, wir können jetzt hier machen, boah, den 5., nee, was haben wir denn Montag? Ja, den 25. stimmt. Ist ja schon 1 Uhr fast. 25. Mai 2020. Und nochmal vielen Dank für alle Kommentare, die mich in meinem letzten Modellbau-Tagebuch erreicht haben. Solche Leute, die sagen, schick mir das Ding zum Löten oder ich helfe dir. Der Modellbauer fällt mir jetzt nochmal spontan ein, Stefan W. Wunderbar. Und auch andere Leute, die einfach sagen, wie sie es machen würden, dran löten oder andere Tipps mir noch geben. Wunderbar, solche Leute muss man pflegen. Das sind die wenigen raren Diamanten in der Modellbauer-Szene, die da einfach spontan helfen wollen. Und auf die sollte man sich konzentrieren. Ja, und ich will nicht sagen bei Laune halten. Nee, einfach sagen, ihr seid mir wichtig. Und die anderen nicht so sehr. Schon gar nicht negativ. Weg damit. Nee, zahlreiche Kommentare, wunderbar, vielen Dank. Auch Hinweise an sich, wo sie sagen, ich vermisse das und jenes. So, ich habe auch das ein oder andere vergessen, das gebe ich ehrlich zu. Zwei Kommentare standen drin. Vielleicht kann ich das ein oder andere noch einblenden. Oder habe es schon gemacht. Klar, was habe ich vergessen, wenn ich über den Blue Thunder rede? Aber was muss man dann noch reden? Apropos hier Modellbau, haut weg, heute wird nichts gebaut, heute wird nur noch ausgepackt und gelabert. Also wenn es früh am Tage ist und müsst auf Arbeit, schaltet ab, guckt es abends, kommt nichts Spannendes mehr. Reines Entertainment, Unterhaltung, Modellbau ist heute nicht. Und vergeudet nicht eure Zeit, schaut es, wenn er nicht unter Druck steht. Und ansonsten, eine Baufolge gibt es demnächst. Also, ich laber mal noch ein bisschen weiter. War ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, wenn man über den Blue Thunder raided, leck mich am Arsch. Warum vergisst man dann über einen anderen Hubschrauber noch zu sprechen? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was jetzt kommt. Bin ich mir sicher. Stringfellow Hawk, I have a job for you. Airwolf, Moffat stole it 5 weeks ago. We've got 48 hours to recover Airwolf or they're sending in the Marines. I want Sinjin. He's been an MIA for 14 years. The odds your brother's alive are 10,000 to 1. Dr. Moffat, this is Senator Deets. I want to congratulate you on the most spectacular weapons demo I've ever seen. I was always the one who was going to brief you. Everyone he loved can't have died. There is one who survived. Hey, 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 it's me! The President is very upset. Say nothing of the Joint Chiefs of Staff, the Secretary of Defense, the FBI, the National Security Council. We built it, lost it, recovered it. We're not just talking about Airwolf. We're talking about Hawk's life. The only one who has a chance to get it back. As long as you've got Airwolf, Uncle Sam's minions have to keep looking for your brother. I'm not giving it back. You're the only man besides Moffat who's flown Airwolf. I need your help. How about an Airwolf? In exchange for using Airwolf on official business. Seth! I know where Sinjin is! You killed Hawk! Airwolf is a Mach 1 plus chopper that can kick butt.
Genau, Freunde, ihr habt es auch recht gehabt. Ich habe den Airwolf vergessen. Oh, schönes Ding. Kann man bauen. Sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren. Wäre etwas für mich. Und in dem Zuge ist auch noch was reingekommen, wo ich gesagt habe, hast du nicht erwähnt. Aber Leute, das Ding, das hat mich so geärgert. Ich habe es wahrscheinlich schon verdrängt. Weil Sachen, die einen ärgern, die einen einfach keinen Spaß machen, wo man einfach sagt, wie soll man sagen, das raubt mir Lebensfreude oder Lebensgeist, haut's weg. Und das Modell hat mich, weil ich es nicht gekriegt habe, das Modell kann nichts für. Ich habe wieder eine Testversion irgendwo gefunden in Süddeutschland, hier so, wo ich unterwegs bin. Noch konnte ich es irgendwie bestellen. Und zwar den Kit, den Knight Rider. Hätte ich gerne probiert. War nicht. Da bin ich echt, da ärgere ich mich heute noch. Scheiße, ich habe ihn nicht bekommen. Okay, schwamm drüber, ich habe es schnell abgehakt, vergessen. Meine Bestellung ging schief, beziehungsweise hat nicht funktioniert. Die Kioske und Tankstellen hatten es nicht. Ich habe bei anderen zugeguckt, schweren Herzens. Vor lauter Frust, da bin ich es reingeschrieben. Ich hätte es so gern selber gehabt. Es war nicht möglich, es ist nicht so. Ich habe es nicht bekommen. Auch das passiert. Okay, abhaken. Aber wenn er kommt, ich haue mal ein Ding in den Ring. Weihnachten kommt er oder Neujahr. Würde mich freuen, da bin ich dabei auf jeden Fall. Und bis dahin, genau, Hust, muss ich irgendwie die Zeit überbrücken mit Lücken, wie auch immer. Ich habe ja auf einer elektronischen Plattform etwas gesehen. Und ich gucke immer mal wieder, aber wenn Abos ausgehen, schaue ich mal, wenn nichts weiter für mich so da ist, wo ich sage, dann gucke ich mal verstärkt danach und ich habe was gesehen. Also der Anbieter hat das, den Artikel für mich zelebriert in Fotos, die kann ich dann später mal einblenden. Und der Preis, naja gut, okay, war nicht ganz so niedrig. Man muss immer so was finden, wo man sagt, ich bin im Preis einverstanden. Und ich finde, da hat alles gepasst. Ich bin mir sicher, das ist ein Top-Artikel, absolut. Der Preis ist stimmig und es muss nicht immer unterste Preiskante sein. Nein, wenn der Artikel in Ordnung ist, dann geht es auch so. Und die Pakete sind schon da, deswegen auch nochmal, ich muss es sagen, an die Leute von DHL, an die Mädels und Jungs, herzlichen Dank, super. Das funktioniert immer, das klappt immer, immer freundlich, super schnell, die Pakete immer in Ordnung, also tippitoppi an alle, ich sage auch nochmal an alle Paketzusteller, vielen Dank die letzten Tage. Harter Job, bin ich mir sicher, ich sitze nur im Homeoffice rum, muss zwar trotzdem mein Ding machen, 100%, aber ihr fahrt draußen rum. Also, herzlichen Dank nochmal an alle Zusteller, aber insbesondere DHL. Absolut tipptopp. So, und jetzt kreise ich mal rum und wundere mich, warum schon wieder der Akku leer ist. Warum verschwindet die Energie? Schlechte Energie im Raum oder was? Nee, alles gut. Bevor ich hier weiter rummache, dann tue ich halt nochmal tauschen, bevor es hier knistert und knackt und ich alles umsonst mache. Weil es geht jetzt bald ums Paket auspacken. Und da sollte man wirklich High Energy, sollte man wirklich Power auf der Kamera haben. Bis gleich, okay, dann muss ich halt wieder tauschen. Ja. So Leute, jetzt kann es losgehen, meiner Meinung nach. Frischer Akku ist drin, ich glaube, den kann ich auch noch leer labern. Fällt mir heute nicht schwer. Kommt drauf an, was in dem Paket ist und wie viel Zeit ihr habt. Die Pakete sind ein bisschen groß. Wenn du so ein Komplettset kriegst von einem etwas größeren Modell, dann ist es halt nicht wenig. Und ich schwenk mal um, ich bastel mal die Kamera ab, wenn ich es hinkriege. Hab neues Stativ, wie war das nochmal? So, das noch aus. Bingo Bongo, hier rumdrehen.
Display umdrehen. Also das ist ein Bürostuhl hier. Ja. Der ist jetzt so bei 1,30 Meter, 40. Hier haben wir ein Paket und hier haben wir den Rest. Und das packe ich jetzt aus hier. Das ist ein Mikrofon. Oh, ich hoffe, du lebst noch. Das packen wir jetzt aus. Das schnippel ich mal auf mit einer Hand. So. Also auch nie bloß der eBay-Artikel. Ich tue es mal rein. Ich will ja die Spannung ein bisschen hochhalten. Und wenn ich den Deckel aufmache, das soll ja nicht gleich sehen, was drin ist. Nö. Geht die Kamera rein, alter Fuchs. Ja, du weißt wieder nicht. Ja, das war ja klar. Freunde der Sonne. Schiene. Schiene. Doch so. Ja. Bisschen unlogisch, aber tut auch so. Alles klar. Seid ihr noch da? Das war das Mikro-Ding hier. Tun wir dahin. So. Oder hierhin. Dahin. Ich muss mir kurz noch die anderen Klebestreifen auflösen. Zerstören. Die Verpackung ist entsprechend dem Artikel bei eBay. Sensationell. Akkurat verpackt. Oh, okay. Boah, das ist klar. Ich habe einen Plan. Ich habe die falsche Kiste erwischt. Trotzdem alles gut. Ich gucke noch kurz in die Tiefe. Ich muss die große aufmachen. So ist der Plan. Scheiße, bisschen gleich. Ich muss umstapeln, ich habe keinen Platz. Bis gleich. Scheiße. Nee, so viel Fluchen. So Leute, ich habe mich durch die Kartons geackert. Habe nicht alles kontrolliert. Ich habe nur ein paar Sachen rausgeholt, um nochmal ein bisschen euch auf die Folter zu spannen. Die Sachen sind hier. Also es geht um eine ehemalige Abo-Folge. Hersteller sage ich noch nicht. Ich schaue mal hier kurz rein, was denn hier drin ist. Bin gespannt, wann der eine oder andere errät, um was es geht. Also es geht nicht darum, wer als Erster ist, sondern einfach nur, wer kriegt es denn raus überhaupt? Ein Netzteil. Ein Netzteil. Zu einer Abo-Folge, ein Netzteil. Okay. Ich habe mich ja mit dem Modell dann erst später beschäftigt, wo ich gesagt habe, naja, das Ding ist schon cool, aber naja, ist halt nur ein Ding. Werde noch nicht sagen, was es ist. Aber wo ich dann genauer mal ein bisschen nachgeforscht habe, beziehungsweise gelesen habe, was es dann doch kann oder soll, dann habe ich gesagt, nö, das will ich dann doch einmal, ob ich es hinkriege. Wie gesagt, ob ich es hinkriege, ihr kennt, ne? Bestimmt, ja, ich will es hinkriegen. Ja. Der Wille ist, jetzt kommt eine Maus, also eine Gaming-Maus. Ja. Wow. Ist es eine Gaming-Maus? Natürlich nicht. Ja, Karton ist wunderbar. Das ist, was ist denn das? Nickel, Metall, ach, ist eine Batterie irgendwie. Was ist das, Freunde? Wisst ihr das? Dann schreibt rein bei Minute XY, das ist ein Ding. Also, ich stand jetzt, weiß es nicht hundertprozentig. Ich bringe bestimmt was durcheinander. Aber das könnte man gebrauchen. Das sollte man gebrauchen. Für das Modell. Es kommt wieder in einem Mauskarton und liebe elektronische Plattformversenderin, ich nenne sie mal Angelika, herzlichen Dank für die super Verpackungen, auch fürs Angebot. Das Angebot, wie gesagt, es ist, es war was Tolles, wie die Fotos sind. Ich blende sie dann auch noch kurz ein, am Schluss, wer sie sehen will.
Genauso kam das Zeug auch bei mir an. Also selten sowas Schönes gesehen, sowas Gutes, sowas Tolles, Verpacktes mit Liebe und zum Detail. Ich glaube nicht, dass irgendwas fehlt. Bewertung geht morgen auf jeden Fall raus, wenn ich es überlebe. Und mir dann nicht irgendwas hier antue. Sag mal. Ach so, okay. So geht's auf. Was ist das alles? Ja, alles klar. Oh, da läuft was. Okay, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Ah, ist das ein Motor oder was? Sieht so aus. Und er darf das. Jo. Also ich pack's nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das gesehen. Ich habe jetzt in die Kamera geschaut. Das hier ist auch ein bisschen schwer. Wer weiß, um was es geht. Bin gespannt. Das tun wir da hin. Dann haben wir noch eine andere Baugruppe, die will ich jetzt gar nicht auspacken. Und dann haben wir noch was. Also Freunde, der Sonne, ich lasse das lieber so zusammen. Es kann nur gut sein, wenn ich so wieder reinlege, wie ich es bekommen habe. So, mal so. Ich will ja nichts kaputt auspacken oder wieder was verlieren oder suchen. Das möchte man nicht. So, ein paar Leute könnte ich mir vorstellen, nicht so viele, wissen, worum es geht. Wie löse ich es jetzt auf? Ich muss rumgucken. Ja, machen wir so. Nehmen wir das hier. Also, alles ist verpackt in der Verpackung, von der Verpackung. Und, nee, das nehme ich nicht. Scheiße. Ist auch nummeriert, jetzt fällt mir noch alles um. Oh, leck mir am Arsch. Ja, das gibt morgen Mega. Ich muss mal kurz runterrennen, da läuft was aus. Was könnt ihr euch vorstellen? Bis gleich, verdammt. So Leute, ich bin vom Inneneinsatz eher zurück, nicht vom Außeneinsatz. Alter Schwede. Das werde ich morgen gut verkaufen müssen, meiner Frau. Vielleicht mache ich so, dass ich sage, siehst du mal, ich habe meinen Hobbyraum auch mal alleine durchgewischt. Jo. Da habe ich wieder mal ein paar Pluspunkte, hoffe ich mal. So, nebenbei ist mir dann das Paket in die Hand gefallen, wo ich sage, wir machen eine Auflösung. Das machen wir hier mit. Blum, 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 wer es noch nicht weiß. Jetzt gleich wissen wollen, weil in der Lieferung 90, insgesamt hat es 90 Folgen, das Teil. Also gab es noch eine DVD und einen Schlüsselanhänger und einiges mehr. Aber das ist jetzt hier drin. Ah, hier ist auch das T-Shirt. So, Freunde, jetzt wisst ihr, was es ist. Also bei so einem Angebot kann man nicht Nein sagen. Überhaupt nicht. Gut. Die DVD ist offen. Wenn da jetzt Kratzer werden, mein Gott, sind es aber nicht. Die ist tippitoppe. Also auch da nichts zu meckern. Wissen wir später, um was es geht. Hier ist ein T-Shirt drin, XL. Da muss ich mich ein wenig reinhungern. Ein Schlüsselanhänger. Ach, wie nett. Ach, ist das schön. Ich glaube ja, den könnte ich mir, den gebe ich mir. Als Erinnerung, tägliche Erinnerung. Hey, wow. Rot steht man nicht, aber ich glaube meiner Freundin. XL, das wird dann so ein Obershirt, so ein überlanges. Ich könnte mir vorstellen, doch, es kommt gut. Verschenkt man. Auf jeden Fall gibt man es nicht weg. Und das ist die Ausgabe 19 mit den großen Klebern. Das wird ja lustig. Ja. Also, dann wisst ihr jetzt, was ich mir da angelacht habe. Jetzt habe ich den Deckel verlegt, auch nicht schlimm. Und ich wollte eigentlich unbedingt noch auf die Pappe eingehen. Also es sind wirklich alle Folgen so eingepackt hier. In Umkartons beschriftet. Also besser geht's nicht. Das ist, also, nee,
Da kannst du ruhig mal ein bisschen mehr zahlen. So viel war das nicht, finde ich. Es war dann auch noch ein Hefter dabei. Ich denke mal, 90 Ausgaben, die passen auch hier rein. Die kriegt man wunderbar abgeheftet. Mir wird es wahrscheinlich wehtun, wenn ich die lochen muss. Aber vielleicht mache ich da so Hüllen drum. Bin nur sehr gespannt, wie die erste Ausgabe ausfällt. Dazu war noch, ich komme kaum hinterher hier mit dem ganzen Zeug, diese große Pappe. Die ist auch noch dabei. Warum auch immer jetzt alles sauber runter ist und die 3,99, die war wahrscheinlich bei der ersten Lieferung im Karton so drin. Selbst die ist nicht zerstört und nicht geknickt und nochmal, besser geht's nicht. Absolut. De Agostini, ja, mit der Fernsteuerung, mit dem Motor, lalala. Die Fernsteuerung musste, glaube ich, selber beisteuern. Der Rest, da sage ich schon mal eine Vorwarnung, Freunde der Sonne. Ich glaube, mit dem Holzmodellbau habe ich schon ein bisschen Ahnung. Das Fahrwerk werden wir hinkriegen. Das Gerippe kriegt man bestimmt auch gut hin. Mit Gerippe, denke ich mal, habe ich kein Problem. Nur mit der Bespannung, da habe ich noch keine Ahnung. Da muss ich echt testen. Im Westen. Und mit der Fliegerei, Freunde. Mir schwebt da ein, zwei Namen ein bisschen im Kopf. Ihr wisst, wie es fliegen geht. Falls ich das Ding mal fertig habe, geht ihr mit mir mal fliegen. Scheiße. Wenn ich das Zeug versenke, das ist der Hammer. Als Laie. Noch mal kurz. Ich mache noch zwei, drei Minuten. Es tut mir leid, ihr könnt ja abschalten. Wer jetzt sagt, ich will noch mal kurz von 1 bis 5 reingucken. Ach so. Vielleicht noch was anderes zur Geschichte. Ich weiß nicht warum, aber ja, fall du auch noch runter. Ich hatte auch schon den hier da. Den habe ich auch schon verlost. Ja. Und ich habe auch schon den selber gebaut. Den kleinen. Und ich habe 2015 auf meinem Kanal ein Video gemacht über ein altes Modell von dem Smersch, irgendwie so Hersteller. Da habe ich ein Bauteil versenkt. Aber irgendwie der Fokker ist der Manfred von Richthofen. Die DA1 ist immer irgendwie, die lässt mich nicht los. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist und bleibt ein Gefährte. Ja, jetzt gucken wir mal in die 1 noch kurz rein. Das will ich noch schnell machen. Ach, ist das riesig. Leck mir am Arsch. Meine Fresse. Boah, das wird ein Riesenvieh. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Freunde. Oh, ist es wahr. Ich bin platt. Hand, Propeller, ohne Worte, leck mich, Junge, was ist denn das, ist das ein Rad oder, ich wollte mal eigentlich nur die 1 angucken kurz, irgendwo stand der Preis. Ich weiß noch, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, pro Ausgabe zahlt man hier 9 Euro. Das mal 90. 9 Euro mal 90 sind 810 Euro. Die erste um 50% gesenkt. Vielleicht war das so. Ach, da steht es ja. Sorry. Es ist nicht lieblos reingeworfen. Ich bin fix und alle. Die Größerchen. Oh nee. Ich fasse es nicht. Das Ding kannst du doch nicht falsch bauen. Das ist so riesig. Du musst nicht fummeln. Alter Schwede, kauf das Ding. Naja, gut, lass mal gucken. 9,99 Euro. Das sind 10 Euro. 10 Euro mal 90. 900. Ich habe es also ein bisschen
nicht unerheblich und einen halben Neupreis bekommen. Also herzlichen Dank an den Anbieter. Ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht. Oh Gott. Jo, genau. Eine Nacht drüber schlafen. So muss das sein. Mit so einem positiven Erlebnis musst du ins Bett gehen. Musst dir Gedanken machen. Dann sieht der Montag der nächsten Woche viel besser und schöner aus. Und du konzentrierst dich auf Sachen, die dir einfach gefallen. Und du hast Ideen. Und ach, ja, ich glaube, die Arbeitswoche wird so schnell rum sein. Und ich glaube, das eine oder andere Video werde ich nach Hause raushauen. Ich muss jetzt den Holzlamm aktivieren. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Sensationell. Das Chaos hier oben. Ich habe die Kisten alle auseinandergeräumt, geschmissen. Nicht alle, aber ein großer Teil. Ich habe die Treppe gewischt. Das halbe Modellbauzimmer, weil ich was umgekippt habe. Das wird morgen Halligalli mit meiner Frau. Scheiße, jetzt gehe ich noch schneiden, rendern, hochladen. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen unterhalten und vielleicht macht auch mal so ein Abenteuer auf einer Plattform. Holt euch so ein komplett Paket und ich habe meinen Spaß gehabt. Also das Einzige, was mir ausbremst, ist die Folie. Aber man soll den Tag nicht voller Probleme sehen. Ne? In dem Sinne, ey, gigantisch nochmal reingucken. Einfach nochmal reingucken. Herrlich. Freunde, ist das geil. Was, das ist der Reifen oder was? Und das andere ist ja der Hammer. Boah. Was fällt mir noch dazu ein? Pizza essen. Ich bin einfach nur happy. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Vielleicht bis zur nächsten Folge und boah. Zwiegeburtstag und Weihnachten. Danke euch. Ciao, tschüss. Wer mir das dann? Startet gut in die Woche. Bye.